verdiene mit dem Durchschnitt alle 21 Stunden eine Frau vergewaltigt und getötet. Und es handelt sich bei dieser Gewalt gegen Frauen um internationales Phänomen. In Spanien, über das wir reden werden, werden ca. 60 Frauen, also spezifisch wegen ihres Frauseins, ermordet. Und in Österreich sind es auch über 2000, also ca. 25 bis 30 Frauen, die durch die häusliche Gewalt ums Leben kommen. Das heißt, es ist ein Phänomen, das nicht spezifisch irgendwie Kultur bedingt ist, in dem Sinne, wie das heute diskutiert wird, dass das alles mit dem Islam in Verbindung gebracht wird, sondern es handelt sich offensichtlich um eine andere Art von Kultur. Und ich glaube, es ist auch wichtig, darüber zu reden, was darunter zu verstehen ist. Es drückt aus ein Überlegenheitsgefühl des Mannes über die Frau. Ist die Spitze des Eisberges. Dahinter steckt da überhaupt eine ganze Gewaltkultur von Verletzung, also von körperlicher und seelischer Verletzung von Leben, ständigem Leben in der Angst. Und das ist ein Phänomen, das interklassistisch ist, also in allen Klassen gleichermaßen vorkommt. Und es ist Ausdruck eben einer machistischen Männlichkeitsüberlegenheitskultur, die eben nicht mit einem spezifischen Kulturkreis oder Religion verbunden ist, sondern mit den herrschenden Produktionsbedingungen. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass wir hier eine klare Sicht auf die Dinge haben. Es ist dieses psychologische Überlegenheitsgefühl des Mannes, findet eine materielle Entsprechung in der Gesellschaft. Dass die Arbeit, also Frauen quasi immer noch unter Legitimationsdruck stehen und gebrochen, quasi ein eigenes wirtschaftliches Leben zu führen, auf eigenen Beinen zu stehen, ökonomisch. Und da gibt es einfach einen Begriff, das ist eben der Familie, wo einfach die auch in der aktuellen Bundesregierung quasi als natürliche Klammer und Keimzelle der Gesellschaft beschrieben wird, wo halt die Frau gratis Arbeit in der Erziehung von Kindern, Pflege von Alten, in der Erbringung von Reproduktionsleistungen wie Kochen, Waschen etc. zu bringen hat. Was natürlich in einer Gesellschaft, die profitorientiert ist, eine mega ökonomische Ressource ist. Und das führt eben dazu, dass Frauen überall geprägt sind von unterbrochenen Erwerbskarrieren, dass ihre Arbeit als Zubrot der Familie gesehen wird, unterbrochen wird durch Kinder, Kriegen, Pflegen der kranken Eltern etc. Nie ein gewisser Legitimationsdrang ist. Das heißt, dieses psychologische Überlegenheitsgefühl basiert auf einer tatsächlichen materiellen Situation, dass es eben für Frauen nicht selbstverständlich ist, dass sie ein ökonomisch selbstständiges Leben führen und auf Augenhöhe bei den Geschlechtspartnern begegnen, sondern sie müssen das irgendwie zumindest immer wieder rechtfertigen, auch in emanzipierten Gesellschaften. In der Woche als Lucia Perez, ich meine, der Fall ist kein Fall von häuslicher Gewalt, sondern von, wie soll ich sagen, eine Manifestation Barbarei einer Gesellschaft in der Krise, wo einfach Banden Mädchen jagen und brutalste Gewalt aussetzen. Also eigentlich Ausdruck einer Gewaltkultur, die aber genau auf dem gleichen basiert. Und in der Woche, als Lucia Perez ermordet worden ist, hat sie insgesamt an die 10 Morde, und das war eine richtige Welle an solchen bestialischen Ermordungen geben, also wo nicht irgendwie immer ein Auszugtisch oder so Sachen, was halt eh normal sind, sondern wo das halt wirklich auch quasi offensiv manifestiert worden ist in der Gesellschaft. Und Argentinien ist das Land, das bekannt ist für starke soziale Bewegungen, was auf der einen Seite strange ist, weil Argentinien hat bis zum heutigen Tag keinen politischen Ausdruck der Arbeitsbewegung hervorgebracht, also die eigene Partei hängt immer noch mit dem Bürgertum, also ja, peronistischen Bewegung zusammen, aber es ist das Land der sozialen Bewegung und es hat
die Coordinadora Feminista, die feministische Koordination, hat im Zuge dieser Gewaltwelle einen Kongress abgehalten und eben diesen Slogan ausgegeben, Ni uno de menos, und aufgerufen zu einem Frauenstreik. Und diese Coordinadora Feminista, was stellt man sich darunter vor? Das war eine Konferenz vor 70.000 Aktivisten, Aktivistinnen hauptsächlich natürlich, in Buenos Aires, also Ausdruck einer sehr starken eigentlich Frauenbewegung, die ihresgleichen gesucht hat. Und das Mittel der Wahl, das sie ausgerufen haben, ist eben der Frauenstreik oder der Huelga Feminista, und zwar als Ein-Stunden-Streik ausgerufen, Verlängerung quasi der Arbeitspause, und zwar im Betrieb und im Haushalt, und Aufrufe unter diesen Streik auch mit Demos zu begehen. Eine Sache war hier von vornherein klar, was umstritten ist, wenn man die italienische Bewegung, die spanische Bewegung anschaut, dass es hier um einen Streik der Frauen handelt. Und das ist ja eine Sache, die zum Beispiel am 8. März in Spanien wahrscheinlich auch die Mehrheitsposition der Organisatoren des dortigen, also Frauenstreiks war am 8. März vorgestern, aber nicht der Realität entsprochen hat, wie wir dann ja drüber reden werden. Und das ist aber eine wichtige theoretische Diskussion. Die Befürworter, die sagen, das sollen nur Frauen streiken, argumentieren damit, es geht darum, die Frau sichtbar zu machen, und die sagen, es geht um einen gemeinsamen Streik aller Geschlechter. Denen geht es ja darum, quasi keine Symbolik zu setzen, sondern einen politischen Streik für Frauenrecht zu machen, was naturgemäß einer sein muss, der alle Geschlechter umfasst. Dieser Slogan wurde dann der Ni uno de menos, wurde dann als erstes europäisches Land aufgenommen in Italien. Und zwar im Frühjahr 2017, im Februar 2017, gab es eine Konferenz in Bologna, wo an die 800 bis 1000 Aktivistinnen teilgenommen hat, die eben diesen Slogan aufgenommen haben. Und auch die Methode des Frauenstreiks als Wahlermittel gewählt haben. Und zwar am 8.3., also am Internationalen Frauentag. Ich habe hier einiges Material durchstudiert, sowohl von diesem Koordination des italienischen Frauenstreiks als auch zur Intervention der Marxisten und Marxistinnen unserer Schwestersektion. Und was ich sehr interessant gefunden habe, den Bericht, den die Genossen in Bologna geschrieben haben, zur Vorbereitung der Organisation auf diesen Frauenstreik. Und zwar wurde diese Konferenz so beschrieben: Inhalt der Debatten und das Dokument, also der Aufruf zu dem Frauenstreik, der dort verabschiedet wurde, nennt eine Reihe von Zielen, ohne jegliche Überlegung darüber anzustellen, wer der Gegner in dieser Auseinandersetzung ist und mit welchem Instrument der Kampf konkret geführt werden soll. Weiter heißt, der Aufruf an die Gewerkschaften, am 8.3. einen Streik zu organisieren, an sich ein Fortschritt, wird in einer Logik vorgebracht, die zu einer Konfrontation zwischen der Frauenbewegung und der Gewerkschaft führt. Angesichts der Weigerung der Bürokratie, einen aktiven Streik an diesem Tag zu organisieren, ist dieser, ist dieser Aufruf zum Frauenstreik ein steriler Protest, aber kein Instrument, eine Debatte in den Gewerkschaften zu eröffnen. Das ist eigentlich die Einschätzung, was sich dann im Laufe der nächsten Monate auch tatsächlich gezeigt hat. Ich glaube, da sind mehrere Elemente drin in der Kritik, die man vielleicht ein bisschen aufziselieren soll. Also es wird hier halt genannt, ja, es ist gut, dass diese Idee des Frauenstreiks in der italienischen Bewegung propagandiert wird, aber es wird halt gesagt, dass das Ganze in einer sektierischen Art und Weise gemacht wird. Oder einerseits sektierisch, aber andererseits
wie soll ich sagen, wie sich dann gezeigt hat, hier hat sich Sektierertum und das Interesse der Gewerkschaftsbürokratie ergänzt. Und zwar der großen Gewerkschaftsbundes, insbesondere der CGL, als auch dieser kleinen Basisgewerkschaften. Es gibt in Italien eine Reihe von Basisgewerkschaften, die teilweise anarchistisch, teilweise stalinistisch inspiriert sind. Was macht man hier irgendwie? Die haben das nicht dezidiert, die haben diesen Slogan nicht abgelehnt, des Frauenstreiks, aber sie haben sich geweigert, eine aktive Kampagne darum zu führen. Das war Anfang Februar schon absehbar. Das heißt, da waren irgendwie zwei Akteure, die feministische Koordination war froh, dass sie eine Bewegung haben, die unter ihrer Kontrolle ist, und die Gewerkschaften waren froh, dass sie nichts tun mussten. Und in Wirklichkeit ist dieser Appell an die Gewerkschaften dann nur so verwendet worden, dass halt Frauen, die gestreikt haben und streiken wollten, von der Gewerkschaft ein Zertifikat bekommen haben, dass sie an einem Streik teilgenommen haben. Also quasi, dass die Abwesenheit vom Arbeitsplatz legalisiert wird. Also als quasi, man hat die Gewerkschaft nur als individuelle Service quasi Institution. Das verpflichtet die Gewerkschaft zu nichts und verpflichtet die andere Bewegung auch nichts dazu. Da sieht man also, wie halt quasi das der Verzicht darauf, eine Debatte in der Arbeiterbewegung zu entfachen, quasi sowohl für die spätere Bürokratie, wie wir sehen werden, der Niemand- oder Menos-Bewegung positiv war, wie auch für die Gewerkschaftsbewegung, weil die anderen haben quasi die Frauen repräsentieren dürfen und die anderen haben ihre ruhige bürokratische Kugel weiterschieben können. Am 8.3. war es dann so, dass Großdemos in Dutzenden italienischen Städten gegeben hat, wobei groß muss man sagen, dass in Italien in den letzten Jahren ein sehr unpolitisches Klima herrscht, aber es waren so, ich glaube, die größte Demo war in Neapel, wo überhaupt ein spezifisches politisches Klima herrscht, wo so 5.000, 6.000 Teilnehmerinnen waren, und in so Städten wie Turin, Genua, Mailand waren es so zwischen 2.000 und 4.000, dann hat ein paar Hunderte in kleineren Städten. Was hier aufgefallen ist, dass quasi die Slogans und die Methoden, die die Führung dieser Bewegung vorgeschlagen hat, eigentlich recht an der Bewegung vorbeigegangen sind. Das waren so diese klassischen Sachen, was man halt diskutiert hat, dass man halt so rosa-rote Luftballons und diese Pappmuschis und solche Sachen halt, was halt so das Mittel der Wahl ist. Und auf dem Demo, als aber eine neue Schicht von Mädchen waren, insbesondere Mädchen, sehr junge Mädchen, und junge Frauen, die eigentlich total, also die sehr oft zum ersten Mal auf eine Demonstration gegangen sind und sehr radikal Anti-System-Slogans an sich skandiert haben und das wirklich als Befreiung erlebt haben, mal auf die Straße zu gehen und sich auszuschreien. Ja, und das hier eigentlich von Anfang an auch kulturell und politisch ausgedrückt quasi die Führung der Bewegung und die Bewegung an sich nicht wirklich tief miteinander irgendwie verbunden war. Auf Basis dieser Erfahrungen ist dann Ende April, 22. 23. April, die nationale Koordination wieder zusammengetreten. Die Bewegung an sich wurde so organisiert, dass es quasi in allen Städten so Bündnisse gegeben hat, wo halt jeder mitmachen hat können, den es interessiert hat, was man vielleicht ähnlich wie die OGR könnte man vielleicht vorstellen, aber durchaus politischer. Also in Mailand waren da auf dieser Konferenz auf jeden Fall so 150 Aktivistinnen und eben eine Mischung aus quasi den alten Feministinnen und eben dieser neuen jungen Schicht. Und es ist ja auch überall politisch, über politische Programme und Methoden der Bewegung diskutiert worden. Und die haben dann halt Delegierte gewählt für eine nationale Koordination, wo dann ein Papier verabschiedet worden ist,
wo quasi die einleitende Einschätzung dann völlig ausgereift ist. Also die Logik, die von vornherein angelegt war, quasi völlig zum Ausblühen gekommen ist. Aber man merkt in diesem Dokument vom 22. und 23. April, dass unterschiedliche Interessen sind in dieser Bewegung, aber ausgehend davon, dass es von vornherein eigentlich ein Sammelsurium von Forderungen war, ohne eine gesamthafte Analyse, um was es überhaupt geht bei der Frauenunterdrückung und ohne klare Zielorientierung, haben sich dann halt, und ich glaube, Österreich ist anfällig, komplett anfällig für sowas, aus diesem haben sich dann halt die machbarsten Methoden und Zielorientierungen durchgesetzt. Aber es war halt umstritten und daher wurde das Ganze sehr blumig formuliert. Ich meine, es ist schwer dann das zu übersetzen, weil mein Italienisch ist nicht so gut, aber der dritte, vierte Absatz lautet ungefähr so. Auf politischer und organisatorischer Ebene stehen wir vor neuen Herausforderungen. Weiter in die Offensive gehen, den Zorn vertiefen, den Impact vertiefen, die Kraft der Bewegung der letzten Monate durch Mobilisierungen weiter antreiben. Strichpunkt. Anders, also bedeutet andererseits. Andererseits gilt es, Einfluss auf existierende, sogar die institutionelle Politik zu nehmen. Und zwar als Konfliktpartner mit einem autonomen Vorschlag, nicht als ausführendes Organ der institutionellen Politik. Also da merkt man, wie diese unterschiedlichen Elemente, die von Anfang an halt nicht, wo es klare Festlegungen gegeben haben, klar in eine Richtung gehen. Nämlich, da kann man noch, also zeilenweise, in blumigsten Italienisch irgendwie, der Impact, der Bewegung und so weiter, aber der Sukkus von dem Ganzen ist, wir wenden uns an die institutionalisierte Politik. Und dann wurde auch argumentiert, naja, wir haben so viele regionale Komitees und so und die Koordination mittels dieser, mit dieses E-Mail-Verteiler geht's nicht, wir müssen eine nationale Koordination wählen, wo sich in erster Linie quasi Vertreterinnen der demokratischen Partei, Mandelistinnen, also die für jeden Opportunismus zu haben sind, und halt Gewerkschaftsbürokraten drin setzen. Und es hat sich dann herauskristallisiert, dass aus Summe dieser Forderung sich eine herauskristallisiert, wo es gute Möglichkeit gibt, mit der Regierung zu verhandeln, nämlich wo es ein spezifisches Interesse gibt, nämlich die Gewaltschutzzentren. Renzi, der damals noch Regierungschef war, jetzt abgestraft worden ist mit seinen 17-18%, einer der modernsten Politiker, die haben halt so eine Gesetzesinitiative gemacht gegen Gewalt an Frauen, politische Kultur und so weiter. Und da hat man halt die Führung dieser Bewegung mit eingebunden. Und dann gab es halt das Angebot, das dann nie realisiert worden ist, dass es halt zu einer höheren staatlichen Finanzierung von Frauenhäusern kommt, das dann nie zustande gekommen ist. Aber das hat irgendwie genügt, um quasi die Führung der Bewegung völlig auf die Regierung zu orientieren und die Bewegung quasi einschlafen zu lassen, ganz egal, was man sonst anders halt behauptet hat. Und auch sonst, was ich interessante Kritik finde, was inhaltlich war immer wichtig für die italienische Frauenbewegung überhaupt, ja, Frauenbewegung auch international, quasi öffentliche gratis Abtreibung, Abtreibungsmöglichkeiten, völlige Kontrolle über den Körper und so. Und die Forderung wurde eigentlich in den konkreten Bedingungen in Italien, aber es ist auch, glaube ich, auch relevant für Österreich und in Polen ist es auch ein wichtiges Thema. Wurde quasi ein Rückschritt in Kauf genommen,
in dem dezidiert die Legalisierung von illegalen Abtreibungen gefordert worden ist. Und nicht mehr die Forderung nach das Recht auf Abtreibung in öffentlichen Spitälern, sondern dass man sagt, dass illegale Abtreibungen legalisiert werden sollen. Was ahnen, wo ein politischer Gedanke dahinter steckt, der ziemlich wichtig ist, weil wieso gibt es keine Möglichkeiten zum Schwangerschaftsabbruch, weil es diese Gewissensklausel gibt. Die in den 70er Jahren wurden so spezifische Frauengesundheit, Kliniken, Tagesstätten ja, durchgesetzt und so. Also so spezifisch für Frauengesundheit und Reproduktion. Die sind ausgehungert worden in den letzten Jahrzehnten und es ist quasi ins öffentliche Gesundheitssystem hineingewachsen. Und die Zustände dort sind massiv schlecht. Überhaupt das ganze Gesundheitssystem ist massiv unterfinanziert. Und dort, wo es diese Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs gibt, findet das halt unter, wie soll ich sagen, also man kann nicht sagen, dass das eine angst- und gewaltfreie Atmosphäre ist, sondern da geht man halt hin und da lässt man dich halt spüren, dass das irgendwie nicht in Ordnung ist. Aber das Hauptproblem ist, dass es immer mehr Mediziner gibt, die sich darauf vereidigen lassen, keine Abbrüche durchzuführen. Das ist so eine Bewegung unter Medizinern, dass, obwohl das legale Recht da ist, dass man sagt, es gibt eine Gewissensentscheidung des Arztes, ob er diese Behandlung, diesen Eingriff durchführt oder nicht. Was an sich schon Ausdruck von männlicher Überlegenheit ist, weil der Wille der Frau zählt hier weniger als quasi die Gewissensentscheidung eines behandelnden Arztes. Und an dem Punkt kann man nicht vorbeigehen, wenn man sich als Frauenbewegung, die für die völlige Gleichstellung und völlige Kontrolle über Leben, Körper der Frau sich versteht, dann muss man sagen, der Wille der Frau, einer erwachsenen Frau, muss zählen. Und dafür muss das muss einfach das Recht haben, dass sie behandelt wird, so wie sie das verlangt. Und dieser Frage, quasi dieser Konfrontation, entgeht man. Und es ist nicht nur eine abstrakte Frage, sondern in einer konkreten Situation, wo das öffentliche Gesundheitssystem ausgehungert wird, ist es natürlich so, dass öffentliche Spitäler auch keine guten Karrierechancen bieten für junge Mediziner. Und der zweite Hauptanbieter oder bald der Hauptanbieter, wie im 19. Jahrhundert, von Gesundheitsleistungen sind halt katholische Spitäler. Das heißt, viele Mediziner unterschreiben diese Weigerung, Abbrüche durchzuführen, einfach um eine Karrieremöglichkeit zu haben, weil das nur über den privaten, also über den katholisch dominierten Sektor geht. Und das quasi eine Bedingung ist, dass man das unterschrieben hat. Das heißt, wenn man dieser Frage aus dem Weg geht, was zählt mehr, der Wille der Frau oder das Gewissen des Arztes, ist einfach so, dass im real entwickelten Kapitalismus es immer weniger Angebot gibt, einen Abbruch durchführen zu können. Und dass es einfach Regionen gibt, wo das einfach nicht mehr möglich ist, genauso wie das auch in Österreich der Fall ist und in Polen irgendwie noch ärger. Das heißt, hier sieht man, wie dass eben das Erheben von Forderungen sehr wohl mit Analyse und so weiter zusammenhängt. Was übrigens nebenbei bemerkt, auch die Initiatoren des Frauenvolksbegehrens in Österreich einsehen, weil der hat zwei Forderungen sagen, sie haben es durchgesetzt und eine ist die Möglichkeit auf Teilzeit vor 20 Jahren und jetzt ist eben das Problem, dass, ich meine, keine Ahnung, das ist, was keine Forderung war, ich meine, das hat einfach nur zu Flexibilisierung, Prekarisierung, insbesondere von weiblicher Arbeit
geführt. Und darum ist auch diese Forderung nach quasi Legalisierung von illegaler Abtreibung eine Forderung, die den tatsächlichen gesellschaftlichen Konflikt völlig aus dem Weg geht und keine Verbesserung bringen kann. Gut. Das heißt, unter dem Druck dieser amorphen programmatischen Diskussion, dieser Einladung einer sozialdemokratischen Orientierung und so ist halt diese Bewegung voll auf die institutionelle Ebene gekommen und das hat sich halt heuer am 8. März auch so abgespielt, also die Demos waren viel, viel kleiner. Diese Idee des Frauenstreiks ist nicht völlig gestorben, aber keine Ahnung, es sind halt ein paar Dutzende, vor allem im öffentlichen Dienst, die sich halt quasi auf den Platz stellen und für die Gewerkschaft sich einen Schein holen. Also es hat, keine Ahnung, es ist keine soziale Bewegung, die tatsächlich hier unter die Bewegung erfasst hätte. Ja, und da diese institutionelle Lösung und Orientierung auf die Regierung, das wird mit dieser Regierungsbildung jetzt also nicht einmal mehr einer kleinen privilegierten Schicht an Aktivistinnen irgendwie einen Ansatzpunkt bieten. Ich glaube, wir müssen diese Frauenstreikbewegung in erster Linie oder die Frauenbewegung an sich als soziale Bewegung verstehen. Und dafür gibt es sehr, sehr viele Anhaltspunkte in der Realität, wenn man die letzten Jahre anschaut. In Wirklichkeit muss man von einer neuen, massenhaften Frauenbewegung reden, als internationales Phänomen, was völlig über das hinweggeht, wo wir als Feminismus oder egal ob radikal oder institutionalisiert oder was auch immer, sondern wir haben es hier mit Massenbewegungen zu tun, als internationales Phänomen. Ich darf nicht vergessen, dass die Bewegung gegen Trump quasi an der Speerspitze die Women's Against Trump Kollektive standen, die diesen March of Washington gemacht haben. Der polnische Frauenstreik gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts. Das war letztes Jahr und heuer wieder auch eine Massenbewegung und Polen ist nicht reich gesegnet davon. In Lateinamerika, wo diese Niuna, die Menos-Bewegung quasi von Argentinien nach Brasilien in andere Länder geschwappt ist. Über Italien haben wir jetzt geredet, aber insbesondere, wo das ganz, ganz deutlich wird, dass wir es mit einer neuen sozialen Bewegung zu tun haben, ist Spanien. Das war bereits letztes Jahr so, dass der 8. März dort massenhaft mit Massendemonstrationen begangen worden ist. Und heuer war das halt ganz, ganz arg. Also ganz, ganz überwältigend. Die Zahlen schwanken zwischen 5,2 und 6 Millionen Streikenden, die diesen Slogan des Frauenstreiks aufgenommen haben. Das ist eine Beteiligung von einem Drittel. Das zählt zu einem der stärksten Generalstreiks wahrscheinlich seit den 1990er Jahren, der hier umgesetzt worden ist. Und Massendemonstrationen, Massenstreikposten. Wie schaut das aus? Ein Streik in Spanien ist so, dass also der Aufruf der Coordinadora Feminista lautete für einen 24-Stunden-Generalstreik. Das waren eben Frauenorganisationen, Minderheitengewerkschaften wie die CNT, wie die SAT, die Landarbeitergewerkschaft, die CNT, anarchistische Gewerkschaft. Und dann halt basierend auf einem breiten Netzwerk von also Kollektiven, die sich halt im Kampf gegen die Auswirkungen der kapitalistischen Krise in den letzten Jahren gebildet haben, der Bewegung gegen Delogierungen, die recht stark ist,
ist hier zentral zu nennen und andere. Die haben sich eben zu dieser Koordinadora Feminista zusammengeschlossen und haben aufgerufen zum 24-Stunden-Generalstreik. Ein Streik schaut so aus, dass der quasi vor Mitternacht beginnt und Streikposten, also ein guter Generalstreik, Streikposten gemacht werden. Da geht man also dann durch die Stadt. Das sind eigentlich so Demos und da zwingt man dann Bars und Geschäfte zu schließen und daraus werden dann halt so Massendemos und genau so wurde dieser Streik auch hier durchgesetzt und die Demos waren gewaltig. Wir haben hier ein Zitat der Zeitung genannt, das ähnelt weniger einem Streik als einer Revolution. Es waren Demonstrationen in 120 Städten und massiv groß. In Barcelona 200.000, Bilbao 60.000, 70.000, Madrid 1 Million. In allen Städten, wo solche Demos abgehalten worden sind, war es eigentlich so, dass dass das ein permanenter Strom von Menschen durch die Stadt war, stundenlang, also wo einfach kein Platz, also wo die Demo schon wieder aufgehört hat, ein Teil schon wieder aufgehört hat, wo der andere Teil angefangen hat, also weil einfach die Straßen gefüllt waren. Und was hier sehr interessant war, was hier einfach interessant war, diese allgemeine Debatte darum, auch im Vorfeld. Es war klar, dass das ein großer Erfolg wird und von Seiten der politischen Führung, wir haben in Spanien eine konservative Regierung, wie ist man damit umgegangen? Also man hat zuerst versucht, diese Bewegung quasi zu bekämpfen. Die Industriellenvereinigung hat mit Aussperrungen gedroht. Also die PP, die Volkspartei und die Ciudadanos sind vielleicht sowas wie die Neos oder so. Haben sich hier oft ziemlich dagegen gestellt. Ein Bischof hat sogar gesagt, das ist des Teufels und so. Aber als klar worden ist, dass diese Massenbewegung wird, haben die halt ihren Ton gechanged und haben halt gesagt, ja, natürlich, wir sind auch für Frauenrechte. Alles haben wir für Frauenrechte, also so der Art wie der Ordner, der Chefreaktionär in Österreich gesagt hat, ja natürlich, ich meine, wer wäre es heute noch gegen Frauenrechte? Aber sie haben halt gesagt, wir verstehen nicht, dass man dem einen antikapitalistischen Touch gibt, man jedes doch für Frauenrechte. Und es ist eine individuelle Aufgabe der Frau an sich. Und das hat man dann auch Vorbilder dafür gegeben. Die Letizia, die spanische Königin, ist in die Medien getreten und gesagt, auch ich werde heute nicht arbeiten. Also so, ja, das ist so immer. So wie immer. So jeden Tag. Ihren Kindermädchensekretärin hat sie allerdings nicht freigegeben. Ist also in den individuellen Streik hier als bestreikten Lebensärzte getreten. Und so die liberalen Zeitungen wie El País hat dann sozusagen gesagt, ja, das ist eben, das muss unideologisch sein, dieser Tag. Frauen dürfen dann nicht für politische Zwecke instrumentalisiert werden. Haben halt versucht, so an diese Massenbewegung heranzutreten und das halt so als individuelle Sache zu darzustellen. Was waren hier die Diskussionen in Spanien? Das ist vielleicht auch noch interessant. Also was übrigens im Interessantesten ist, wo man wirklich sieht, dass es hier um ein Ventil für allgemeine soziale Bewegung handelt. Wenn man so diese Indexstudien anschaut, gibt es also diese Vergleichsstudien zur Lebensqualität und so, dass Spanien eigentlich gar nicht so schlecht abschneidet, wenn man das mit Frauen abtestet. Also
gibt es unterschiedliche Studien, aber sie sind überall so im obersten Drittel. Also was Angst, in der Nacht alleine auf den Straßen zu sein oder die Darstellung des Pay Gaps oder so, ist eigentlich Spanien gar nicht so, also gar nicht so schlecht. Also teilweise so nach Island, Schweden, Finnland oder so, teilweise unter den besten kontinentalen Sachen. Also man merkt, es ist nicht so die absolute schlechte Situation, sondern es ist eben Teil eines allgemeinen sozialen Aufbruchs, der das Ganze ermöglicht. Und diese Coordinadora Feminista hat, also dieser Aufruf hat eben im Vorfeld schon massiv, das war klar, das wird ein großer Tag, hat auch die offiziellen Gewerkschaften, also die großen Gewerkschaftsverbände UGT und CCO gezwungen, sich auf diesen Appell anzuschließen, sich an diesen Appell anzuschließen. Allerdings als zweistündiger Generalstreik. Und in einigen Sektoren, wie zum Beispiel in der Autoindustrie oder so, haben sie es dann auf fünf Minuten reduziert. Aber es zeigt, was für eine Kraft das Ganze entwickelt hat und wie sich das, wie das quasi hier hinein getragen wurde in die organisierte Arbeiterbewegung. Wobei, muss vorsichtig sein, auch hier war eben eine Diskussion unter den Aufruferinnen, dieser Koordinadora Feminista, was für ein Charakter dieser Frauenstreik hat. Das wurde eigentlich nie endgültig geklärt. Ich bin auch nicht ganz sicher, aber es dürfte so sein, dass eine Mehrheit quasi das auf dieser symbolischen Ebene, also Frauen entziehen sich der Arbeit und zeigen daher ihre Wichtigkeit für die Gesellschaft, dass das die Mehrheitsposition gewesen sein dürfte. Die Aufrufe der Gewerkschaften waren hier auch nicht qualifizierter. Also das ist eher in die Richtung gegangen, Frauen sollen nicht streiken. Also Frauen sollen streiken und solidarische Männer sollen teilnehmen. Aber es hat keinen eigenen Aufruf von CCO, UGT gegeben. Die Betriebsräten waren nicht klar, auf welcher Basis man diesen Streik organisieren soll, was dem Ganzen sicherlich auch noch Kraft genommen hat. Und da merkt man natürlich auch, wie diese Nichtentscheidung, handelt es sich eben nur um einen Streik der Frauen oder um einen Streik für Frauenrechte, spielt natürlich auch hier der Gewerkschaftsbürokratie voll in die Hände, ja? Weil die kann dem Druck der sozialen Bewegung nachgeben und die Hände in Unschuld waschen. Wenn eben der Aufruf dieser Koordinadora klar wäre, ein Streik für Frauenrechte, dann muss die Gewerkschaft dazu Ja oder Nein sagen. Und wenn man die Realität anschaut, war, keine Ahnung, es war komplett geschlechtergemischt, diese Bewegung am 8. März, also vorgestern, in den Städten. Das heißt, es ist irgendwie wichtig, hier ein präzises Verständnis zu haben, dass es eben, dass man unter Streik der Frauen streikt, unter diesem Slogan sich zwar unterschiedliche Konzepte quasi gemischt sind und dass wir eben klar für den Streik für Frauenrechte stehen und nicht quasi diesen repräsentativen Ansatz unterstützen. Wichtige Themen in der spanischen Bewegung waren das the Pay Gap, Gewalt, also hier sieht man, wie das, was Normalität zwischen kapitalistischen Gesellschaften und durch diese argentinische Bewegung einfach hier eine Sensibilisierung entstanden ist, also ein Teil der Bewegung worden ist, international und mit anderen politischen Forderungen verknüpft wird. Und was in Spanien eben sehr stark thematisiert worden ist, das Prekariat natürlich, was in Spanien zentral, das ist
Teil der Krisenbewältigung der Arbeitsmarkt völlig zerschlagen worden. Migrantische Frauen, was ein großes Thema ist, weil vor allem lateinamerikanische, arabische Migranten sehr, sehr viele sind. Und was interessant ist, dass, was ich jetzt in anderen Bewegungen schon jahrelang nicht mehr beobachten habe können, ist, dass das Thema Hausarbeit sehr stark thematisiert worden ist. Und daher ist auch interessant, hier an eine theoretische Debatte anzuschließen, die in den 70er Jahren recht stark war. Nämlich, wo es zwei Positionen gibt, eine Position lautet, dass Frauen bezahlt werden für Hausarbeit, und die andere Position ist die für Gesellschaftung der Hausarbeit. Was glaubst du, was besser ist? Die Gesellschaftung. Ja, genau. Weil eben die Hausarbeit an sich ist, der Haushalt ist eben Teil dieses, oder die materielle Grundlage des Familiengefängnisses, und die Befreiung der Frau eben bedeutet, dass dieses, dass man aus dem Ganzen ausbricht und nicht, dass man dafür bezahlt wird, daheim zu bleiben. Ich glaube, in Österreich ist es eh schon, zumindest in der Linken, glaube ich, dürfte es ziemlich klar sein, weil die ganze Politik eben in die Richtung geht, dass man durch steuerliche Gutschriften, oder jetzt in Vorarlberg sind jetzt mehrere Gemeinden, die Frauen dafür bezahlen, wenn sie ihr Kind nicht in den Kindergarten geben oder so, also wo einfach die politische Intention dahinter völlig klar ist. Aber in Spanien ist es flächendeckend. Schon? Nee. In wo? Nein. In Österreich. Das andere jetzt. Ja. Okay. So, ich habe bewusst, jetzt nur gewusst von der Gemeinde Schwarzenberg, die Frauen 300 Euro pro Kind zahlen, die sind nicht im Kindergarten da. Aber es setzt eben auch an einer linken, an einer feministischen Debatte der 70er, 80er Jahre. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, der italienische Feministin, die das eben argumentiert hat. So marxistisch verbrämt. Und diese Coordinadora Feminista in Spanien hat die auch eine unklare Position, ob es um die Vergesellschaftung oder um die Bezahlungen geht. Weil es für uns auch total wichtig ist, dass eben der einzige Weg ist, eben die Frau raus aus der Familie rein in die Gesellschaft und eine selbstständige ökonomische Basis durch Erwerbsarbeit. Gut, und was übrigens interessant ist, dass hier zu einer völligen Umkehr gekommen ist, in Spanien, also der politischen Stimmung in Spanien an sich. Die letzten Wochen, Monate waren eigentlich eher geprägt durch so einen spanischen Chauvinismus wegen dieser nationalen Frage in Katalonien, wo es der nationalen Bewegung zu wenig gelungen ist oder zu wenig auf die Klasse gesetzt hat, zu wenig auf das Thema der Republik und der gemeinsamen Interessen der Arbeiterklasse. Das hat eigentlich die spanische Reaktion irgendwie genützt, um hier den spanischen Chauvinismus aufzuheizen, und nach diesem 8. März ist das politische Klima völlig gekippt, seit diese Millionen auf der Straße im Streik waren. Und was sehr interessant ist, wenn man, es ist wirklich auch interessant, so Videos anzuschauen und Fotos, Film, also auch in Sprechchören, in massenhaft vorgetragenen Sprechchören, wird zum Beispiel gesagt, keine Revolution ohne die Frau. Also da wird schon quasi die Revolution als, würde ich sagen, als Ausgangspunkt der politischen Slogans genommen. Ich weiß nicht, ich habe Videos runtergeladen von der Demo, aber mein Sohn hat mir das nicht gesagt, wo ich die abspeichert habe. Vielleicht können wir das nachher anschauen, es ist wirklich sehr, sehr... Stimmt, ja, genau. Was war das? Aber, also wirklich eindrücklich, und sich diese Videos anzuschauen. Gut, wir haben jetzt über reale soziale Bewegungen geredet, und als Schluss, ich sehe, ihr seid alle müde. Entspannt. Ich möchte da einen Vergleich ziehen zu Österreich, und ich glaube,
Hier kann man viele, wie soll ich sagen, wenn es so eine Stufe der Abstufung gibt, dann ist das Geilste sicherlich Spanien, mit, das Zweitgeilste ist Italien und Österreich ist eigentlich quasi der anekdotische Witz oder Paraphrase auf die reale soziale Bewegung. Es nimmt eigentlich nur die schlechtesten Teile programmatisch, aber vor allem methodisch. Ich meine, in Italien war es zumindest so, dass diese Führung versucht und auch geschafft hat, eine reale soziale Bewegung ins Leben zu rufen. Also das war einfach eine soziale Bewegung, die wird auch nicht völlig vergessen sein. Aber hat halt den ersten Strohhalm genommen, um die einfachste Forderung quasi ins institutionelle Gefüge zu bringen, in den Staatsapparat zu bringen. Und was wir haben in Österreich ist eben auch eine des Frauenvolksbegehren, 9 eklektisch zusammengewürfelte Forderungen, wo keinerlei Analyse dahinter ist und wo man von vornherein sagt, die wichtigste Forderung ist sowieso nur, dass wir als Sozialpartner akzeptiert werden. Über den Rest kann man verhandeln. Und wird auch gar nicht darauf rekurriert, dass man eine soziale Bewegung sein ist, sondern es wird so wie alle, wieder Kurz und der Kern behaupten eben auch die Institutionen des Frauenvolksbegehrens, dass sie fordern ja gar nichts Politisches, sondern nur vernünftige Sachen. Ja. Und das muss doch in den vernünftigen Diskurs kommen. Und demagogisch wird über die 30-Stunden-Woche geredet und wenn man sich das anschaut, steckt dahinter ein Konzept von Subventionen, von Prekarisierung. Also die fordern tatsächlich die Verringerung der Löhne in klassischen männlichen Sektoren und solche Sachen. Also einfach irgendwelche Sachen sagen nach einer medialen Logik, um halt irgendwie Gesprächspartner in der Regierung werden zu können. Und wie soll ich sagen, das ist wirklich die Farce auf die italienische Tragödie, weil da gibt man sich von vornherein nicht einmal den Anschein der Organisierung einer sozialen Bewegung. Aber ich bin mir total sicher und möchte mit diesem Gedanken enden, dass einfach die Idee einer Frauenbewegung als soziale Bewegung, dass diese Idee in Österreich einfach eine materielle Grundlage, eine starke materielle Grundlage hat und bekommen wird politisch, weil die Situation sowohl was die Frage der Gewalt, die Frage der ungleichen Bezahlung, die Frage von Kinderbetreuung, Familie und der ganze ideologische Backslash, der damit zusammenhängt, einfach auf der Agenda dieser Regierung steht und vorangetrieben werden soll. Ich glaube, wir sind in Österreich halt in der Phase, wo der alte Feminismus einfach komplett bankrott ist und gescheitert ist. Sowohl zwar Hinweise darauf, wo für mich das sichtbar ist für die Aktivistinnen, die sich als Frauenbewegung sehen. Ich meine, dieser 8. März in Wien war ein Witz. Also, wie viele waren das ungefähr? Die eine Demo dürfte 800 bis 1000 gewesen sein, eine andere Demo waren die 100. Gespalten an der Frage, ob Cis-Männer teilnehmen dürfen, um die Position für Sexarbeiter, keine Ahnung. Oder ob es Transgender inklusive Transpersonen, genau. In London hat es dazu übrigens sogar eine Schlägerei gegeben. Ich kann nicht, also dagegen seine Trotzkisten Lämpchen, wie sich spielerisch das unter den Feministinnen jetzt zugeht. Okay, aber zumindest findet eine reale Debatte statt. Aber ich meine, es ist einfach, es hat einfach nichts mit, es ist völlig losgelöst von realen Problemen. Sowas kann nie, also solche Transgender-Diskussionen, Spaltungen, sieht man, dass das völlig losgelöst, Luftballons sind, also halt in einer Szene stattfinden und nicht wirklich in der Gesellschaft verankert sind. Und ich habe zwar sehr empirische Indizien, aber was mir selbst passiert ist, dass wir plakatieren gegangen sind, das Plakat, für die heutige Veranstaltung und mir auch, eine Gruppe von Studierenden,
haben uns zugeschaut und haben gesagt, ja, es ist so schade, dass in Wien nie eine gescheite Frauendemo gibt. Dass es keine Frauendemo gibt? Keine gescheite Frauendemo, dass man nicht weiß, wo man da hingehen soll. Ja. Und organisatorisch waren ja beide ein Chaos. Ja, weil, also, für keine hat es eine gescheite Bewerbung gegeben, nichts, weil sie sich bis zum Schluss halt so gehäkelt haben mit ihren ideologischen Fragen. Die völlig, wie soll ich sagen, tertiäre Natur sind, ja? Also diese Transgender-Sachen, wie man jetzt das einschätzt. Und mir ist auch aufgefallen auf Facebook, dass dass ich, also zwei Postings von Frauen, die nicht so politisch sind, aber die genau den gleichen Gedanken zum Ausdruck gebracht haben. Überall gibt es coole Demos, nur bei uns nicht und so. Ja. Und ich bin mir sicher, dass diese Initiative, die wir hier ergriffen haben, für eine Großdemo gegen Schwarz-Blau, weil wir sagen nicht, unser Slogan ist, wir wollen Schwarz-Blau stürzen, okay, aber es gibt nicht alle stimmen dem Slogan zu, dass man Schwarz-Blau stürzen soll, aber dass man gegen Schwarz-Blau ist und dass man das in Form einer Großdemo manifestiert und dass es viele Gründe dafür gibt, das am 8. März zu machen, ist, glaube ich, schwierig, irgendwie Nein zu sagen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gute objektive Bedingungen gibt, dass diese Idee sich für nächstes Jahr verwirklichen lässt und wir da einen guten Beitrag dazu leisten, dass das, was wir eben international heute der Standard ist, dass Frauenbewegung sich als Frauenbewegung versteht, mit aller methodischer und inhaltlicher Kritik, die wir vielleicht haben oder wo wir spezifische Positionierungen haben, aber wo man die wir auch vertreten werden, auch in Österreich, aber wir müssen mal dahin kommen, wirklich zu verstehen, dass eben Frauenrechte fundamentale Menschenrechte sind, mit der man in Form einer Massenbewegung zum Ausdruck bringen soll. Und daran arbeiten wir und ich bin mir sicher, dass einfach die Zeit auch in Österreich reif dafür ist, quasi nach dem Bankrott des radikalen und des institutionalisierten Feminismus, das ist das, was wir heute irgendwie erleben, dass eben zeitreif ist für eine Frauenbewegung als soziale Bewegung, in der wir eben eine revolutionäre Position vertreten werden.